Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von Minecraft Beyond. Ja, ich habe hier schon wieder was abgesteckt und da steht ein Skelett rum. Edgebatch. Hab gewonnen. Ich habe hier schon wieder was abgesteckt. Da kommt unser nächstes Gebäude hin. Wir entwickeln uns gerade rasant weiter. Hier unser Monument. Hier habe ich mir endlich mal ein paar Bäume organisiert, die halbwegs aussehen wie Palmen. Das Coole ist einfach, dass sie sehr hoch sind und so eigentlich den Blick auf die Gebäude zwischendrin so ein bisschen frei halten. Und ja, gucken wir mal. Das sind Amaranth. Amaranth kenne ich nicht, ist halt so. Gut, also ich habe hier immer schon einen Weg markiert, habe die Mitte markiert und es wird eine Kreisform. Hier gibt es noch einen zweiten Weg später. Der führt auch zu diesem Gebäude. Was da reinkommt, ist im Moment relativ unwichtig. Ich hole mir jetzt mal ein bisschen Sandstein. Oder nein. Nein, wir machen was anderes. Spawn. Wir machen das mit Marble. Ich hoffe, ich habe genug davon. Sonst wäre es ein bisschen doof. So. Marble wird wahrscheinlich ein bisschen besser aussehen. Schauen wir mal dahin. Gut, dann hauen wir die Chisel rein. Die Chisel. Und zwar hätte ich natürlich gerne solche Dinger hier. Ich muss hier mal ein bisschen eine andere Farbe reinbringen. Sonst wird es wahrscheinlich irgendwie langweilig. So, und ich habe mir auf dem anderen Monitor. Moment, ich mache das hier mal gerade so, dass ich das. Hallo? Dass ich das besser sehe. So. Habe ich mir so einen Editor aufgemacht. Nicht wirklich einen Editor. Aber doch einen Editor. Nicht einfach eine Internetseite, die dir das ausrechnet, wie du bauen musst. 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Ups. Damit du eine schöne Kreisform hinbekommst. 3, 4, 5, 6, 7. Und wir haben schon den ersten Fehler. Das gibt's ja nicht. Zwei, 7. Hä? Ist ja egal. Ich glaube, das ist trotzdem groß genug. Nee, ist nicht egal. Und weil wir dadurch nicht alles ausfüllen können. Wie groß ist denn unser Durchmesser? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Haha, der ist 23. Gut. Rätselslösung gefunden. Dann habe ich aber irgendwas falsch gemacht. Und hier ist die Mitte. Da auch. Dann machen wir hier auch mal. Es bleibt bei 7. Und dann 2, 2. 2, 2. Seht ihr? Hier irgendwas stimmt nicht. Ich meine, das ist ja. Natürlich stimmt das hier nicht, aber das ist eigentlich erstmal egal. So können wir es bauen. Vielleicht habe ich auch vergessen, die Fackel nach außen zu setzen. 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 7, 2, 4, 6, 7. Zwei, drei,
4, 5, 6, 7. 9. Hier, so. Jaboom. Schon haben wir eine Form, die aussieht wie ein Kreis. Und das sieht schon mal gut aus. So, ich muss auch hier irgendwie die Höhe angleichen. Deshalb nehme ich, glaube ich, fällt mir gerade ein, das habe ich bei... Ah, nee. Wir nehmen... Wo sind sie denn hin? Ah, hier. Wir nehmen den Brownstone. Brownstone. Weil, den haben wir. Der ist auch etwas schneller. Und dafür haben wir aber eigentlich im Moment keine Verwendung mehr. Deshalb können wir den ja einfach... Das war falsch. Hierfür benutzen. Aber nicht so. Ich mache hier schon wieder alles hässlich. So. Dann müssen wir jetzt... Nein! Das sieht... Das ist Concrete. Oh Mann. Eigentlich wollte ich den Brownstone nehmen. Aber jetzt habe ich schon mit Concrete angefangen. Jetzt mache ich auch mit Concrete weiter. So. Concrete. Weil ich habe mich gerade gewundert, dass der Brownstone gleich aussieht wie der Concrete. Wir könnten auch einfach den Excavator nehmen, wenn wir den noch irgendwo haben. So. Oops. Also wie gesagt, was in das Gebäude reinkommt, zu einem späteren Zeitpunkt dazu mehr. Passt auf jeden Fall erstmal. Excavator. Gut. Was schwebt da rum? Gras. Was haben wir denn weg? Ich nehme einfach hier kurz mal unseren Builderswand und dann pflanze mir einfach noch eine Reihe drauf. Dann sollte man genug Platz haben eigentlich für die Erde. Haben wir aber nicht. Ah, hier, doch. Jo. So. Das sieht soweit gut aus. Dann haben wir, wo haben wir das hin? Hier haben wir das hin. Dann tue ich mal kurz noch ein bisschen Zeug weg. Ich habe natürlich noch einiges an Holz hier drin. Weil ich natürlich noch viel mehr Holz, Saplings brauche, wie das ich aktuell habe. Slum habe ich auch noch dabei irgendwie. Hier, den Kebab. Wie heißt denn das hier? Kaktus. Missing Tools to Craft. Man kostet, gibt auch nichts raus. Nee, warte mal, ich habe falsch geguckt. Kack. Naja, eineinhalb. Ist egal. Wir machen nämlich hier weiter. Halt, wo ist... Steht er noch da? Nee, den habe ich irgendwo weggeräumt. Ich weiß nicht mehr, wo ich meine... Oh. Leer. Wo ich meinen Dingstisch hin hab. Den von Architecture Craft. So.
Ja, hier kommt was sehr Wichtiges rein. Was ich auch mit meinem Haus und der Fabrik verbinden muss. Deshalb vielleicht erratet ihr schon, was das ist. Wenn ja, schreibt es mal in die Kommentare. Ich sage euch dann, ob es richtig ist, was ihr gedacht habt. Ja, das passt. So. Dann gucken wir mal, wie viel wir hier noch drauf kriegen. Ich glaube, 2 sieht gut aus. Ja. Und dann kommt hier nämlich an der Seite noch was dran. Das hier ist ja dieser einzelne Block. Dum, 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 dum. So. Hier auch. Also, das Aussehen hat eigentlich nichts damit zu tun mit der Funktion dieses Hauses. Ihr wisst eigentlich, ich baue einfach sehr gerne. Wenn ihr erratet, was es ist, könnt ihr mir es auch schon in die Kommentare schreiben. Ihr werdet es sicher bald sehen. Hier setzen wir mal eine Fackel rein. Also eigentlich ist es ja zu easy für euch. Hallo? Oh, kein Marble mehr. Oh, wir haben wirklich kein Marble mehr. Das Fass ist leer. Müssen wir mal gerade wieder in die andere Dimension, da waren wir schon lange nicht mehr. Hier in unser schönen Tempel rein. Rein da. In der Dimension war ich wirklich schon lange nicht mehr. Ich hoffe mal, ich habe hier noch Marble. Oh yeah, 19 Stacks. So, dann nehmen wir ein Raw Marble, machen den da rein. Ach, das ist sowieso drin. Und hier haben wir noch Basalt. Diorit ist leer. Cobblestone. 200.000. Ja, klar, also. Wenn ich das hier wieder anschalte, ist es fast voll. Also, ist ja lächerlich. Und ich werde es irgendwann wieder anschalten müssen. So, kurzer Lag gehabt. Deshalb habe ich kurz einen Cut gesetzt. Wir waren. Aua! Oh, da war noch eine Ender-Dings da. Achso, unser Fass. Wir haben ja nur das Fass getauscht. Nein! Das wollte ich nicht. Zum Glück haben wir nicht so viel Marble dabei gehabt. Sonst wäre das noch viel weiter gegangen. So. Das sieht schon mal okay aus. Was mache ich denn da? Nimm doch einfach den Builder's Wand. Meine Herren. So, neu platzieren, sonst passiert das gleiche wie gerade eben auch. Und man muss sagen, ja, das Gebäude wird ein bisschen edler. So einfach, es hebt sich so ab von der Masse, weil der Rest ist ja mit Sandstein gebaut. So, jetzt muss ich nur überlegen, wie hoch ich das hier mache. So vielleicht. Wie hoch sind wir denn hier? 84 und hier?
84, na dann bleiben wir bei 84. Und schon wieder kein Marble mehr. Was ist denn da los, Mann? Ich verballer den Marble, das gibt's gar nicht. Jawohl. 84. Perfectly. So, jetzt brauchen wir eigentlich Gold. Aber Gold haben wir im Moment so wenig. Deshalb nehme ich welchen Block nehmen wir da? Ah, hier war mein Brownstone. Brownstone. Granit? Sollen wir Granit nehmen? Hallo? Ich wollte wissen, was ich mit Granit machen kann, nicht mit Erde. So. Aha, Diorit und Netherquarz gibt Granit. Ah ja. Interessant. So, hier, Chisel ist nix schön. Ne, wirklich nicht. Aber, ja, diese Säge weiß ich immer noch nicht, wo ich die hingepflanzt habe. Das sind zwar bloß ein paar Sekunden. Hier ist sie. Zwei Sekunden, die ich spare mit dem Slash Home. Kann ich die da draufsetzen? Das wäre cool. Oh ja. So. Die Bäumchen sind schön gewachsen. Zumindest einige davon. Und es ist auch gut, dass das hier alles überragt im Moment. Soll es nämlich auch. So. Wir müssen uns jetzt um das Dach kümmern. Ne, erst machen wir das hier. Erst machen wir das. Wir brauchen davon 1, 2, 3, 4. Davon eigentlich keine. Mann! Jedes Mal passiert mir das. Wir haben die falschen gemacht. Habe ich wirklich die falschen gemacht? Ich habe die falschen gemacht. Ja! Mann! Warum machst du denn immer Fehler? Ich habe schon eine ganze Kiste mit dem Scheiß voll. Tschüss. Halt, warte, vielleicht habe ich da die richtigen drin. Ne, die habe ich gerade rein. Aber vielleicht ja, am Spawn. Davon brauchen wir. Ja. Davon brauchen wir. Und dann brauchen wir noch diese anderen. Was ist das? Slabs. Slabs brauchen wir nicht. Aber das hilft mir schon mal. Muss ich vier weniger machen. So. Gut. Also brauchen wir zwei von denen. Das ist auf jeden Fall richtig. Und dann brauchen wir von denen hier noch zwei, vier. Das müsste jetzt so stimmen. Nein!
Och, Menno. Die hier brauche ich. Die sind ein bisschen breiter von, vom Winkel her. Ich hätte so viel mehr Blöcke, wenn ich das nicht alles immer verpeilen würde. Hallo. Du musst so hingehen, dass es richtig ist. Genau so. Jawohl. So, ein paar Fenster werde ich da wahrscheinlich oben schon reinmachen. Komm, das können wir jetzt auch kurz machen. So. Ja, Gefällt mir. Sparen wir uns auch ein bisschen Marble. So, dann gehen wir aber nochmal zum Spawn, weil da habe ich was gesehen. Da haben wir nämlich noch die, die wir brauchen. Ah, Diorit. Dann haben wir die doch nicht da. Aber sicher ist sicher. Nicht, dass ich da wieder 10 Millionen verschiedene Sachen habe und dann brauche ich die doch nicht. Also wie viel brauchen wir? 2, 4, 6, 12. Und zwar von diesen hier. Ach, was ist denn da los? So, jetzt geht's voran. So, und weil es so schön ist, machen wir hier ein paar Fackeln hin. Dann leuchtet es nämlich, wenn man hinschaut. Dann denkt man, da wäre Licht drin. Da ist ja auch. Aber ich zeige euch, was ich meine. Jaboom. Ja. Das sieht schon mal richtig nice aus. Soll es aber auch von dieser Folge gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat und ihr erraten habt, was das ist, schreibt es in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.